Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Hier zu einer Setup-Tour. In den YouTube-Kommentaren, aber auch im Twitch-Livestream habt ihr mehrfach nach einer Twitter-Tour gefragt. Leute, ich kann euch keine Room-Tour geben, weil Privatsphäre und so ein. Privatsphäre einfach, aber. Die Setup-Tour kann ich euch gerne geben. Ich würde sagen, Leute, wir fangen es mal an. Ja Leute, wenn man hier reinkommt, sieht man hier direkt den wunderschönen Greenscreen, nutze ich aktuell nicht, wegen OBS funktioniert nicht, lol. Hier habe ich zwei Softboxen, eine nutze ich nicht, also die rechte nutze ich nicht, die linke, da nutze ich zum Streamen, zum Aufnehmen und hast du nicht gesehen. Der Grund dafür ist einfach nur, Leute, mit beiden sehe ich aus wie ein Polarbär. Unglaublich Leute, das will echt keiner. Leute, jetzt kommen wir mal hier zum Schreibtisch, das ist, wo die ganze Action abgeht. Und hier ist mein Setup. Ich habe gerade hier noch meinen PC gestartet. Ich habe hier zwei Bildschirme. Einmal ein, ihr seht gerade, mein Main-Bildschirm hier gerade. Ist ein AUG, 21 Zoll, 27p, VGA und sowas. Ist überhaupt nicht zum Zocken geeignet, nutze ich auch nicht zum Zocken. Ist einfach nur für OBS und für Twitch und sowas da. Einfach, dass ich alles. Einfach Chat und sowas aus einem anderen Monitor habe, ist mega hilfreich. Ich brauche einfach keine Full-HD-Auflösung, wenn ich eh nur Chat und so lesen muss, ne? Hier haben wir dann meinen Main-Monitor, das ist ein LG 34 Zoll mit 1080p und so, ein bisschen bessere Refresh-Rate, bisschen bessere Herzen und so ein Schnack. Ein bisschen besser zum Zocken, sagen wir mal so. Ich gehe auf Zock ich eigentlich nur. Also, was ihr in Sachen Videos und so seht, das passiert eigentlich alles auf diesem Bildschirm hier. Ist mega nice. Hier oben haben wir noch eine Kamera. Und hier oben, hier seht ihr auch schon einen Ständer, ist auch ganz neu. Haben wir hier unten. Ja, hinten geht er hin. Und es ist ein Mic. Ich habe jetzt ein Mic-Arm. Also, mein Mikrofon sich hat sich nicht geändert. Das ist das Yeti Stereo-Mikrofon in Silber. Ich habe jetzt einen Mic-Arm, um das ganze Ton ein bisschen besser zu Ton besser zu haben für Stimme und für beide Stimme und für Keyboard, also beziehungsweise Tastatur, ne? Wir haben noch ein Windscreen, einfach ein bisschen, was lautes sage oder sowas, das einfach gut aufgenommen wird. Leute, jetzt kommen wir mal zu meiner Tastatur und meiner Maus. Das ist nämlich neu. Also klar, neue Kopfhörer seit November jetzt schon. Das sind die Turtle Beach Stealth 700, sind eigentlich Xbox-Kopfhörer, funktionieren aber auch mit Bluetooth, das heißt, das funktioniert auch mit PC. Mobile, allem eigentlich. Es sind einfach sind gemacht für Xbox, aber funktioniert auch eigentlich für alles andere außer PS4. Hier machen wir auch Apple-Kopfhörer, wenn ich irgendeinem Kollegen was reden will, keine Ahnung. Lautsprecher, meine Kopfhörer keinen Akku mehr haben. Hier habe ich jetzt eine neue Tastatur. Das ist die Rocket Aimo 100 oder Rocket Vulkan Aimo 100. So. Ist eine ziemlich nice Tastatur. LEDs ist mega nice. Hier Volume Control, Mute Button, LEDs ist mega nice, also ist auch wirklich, wie man ein bisschen sieht, ist noch mechanisch, ist ein Titan Switch, ist mechanisch, das heißt ein gewissen Feedback und einen gewissen Ton werden die Dinger immer noch machen, aber es ist schon mal im Vergleich zu meinen Razer Green Switches, meiner Razer Tastatur um einiges leiser, also wirklich um einiges leiser. Habe ich eine neue Tastatur, habe ich gerade gezeigt, eine neue Maus, das ist die Logitech 403, ist eine ziemlich nice Maus, passt ziemlich gut auf meine Hand, nutze ich jetzt aktuell zum Zocken, ist mega nice, hat die auch so eine LED-Dingens drin, ist relativ leicht, also leichter als meine Alters, ich bin von der Razer, das ist der Elite, ist mega nice, hier habe ich noch ein SteelSeries Mauspad für $10 oder sowas, ich verstehe nicht, warum man sich nur noch ein Mauspad kommen würde, von da habe ich mir einfach, $10, macht den Job, ist gut, mit einer externen Festplatte, ist einfach eine Festplatte, um meine Daten zu speichern, so, ist nichts Spezielles. Hier unten ist jetzt mein Hauptkernstück des ganzen Setups, das ist mein PC, es ist ein HP Omen mit Intel Core i5, ich meine 7. Generation, und es ist der, die GPU ist eine Nvidia GTX 1060, ist auch schon der gleiche PC, den ich auch schon vor über einem Jahr, also praktisch in dem Unboxing von dem PC, also seitdem hat sich in deren PC nichts mehr geändert, hier mein wunderschönes Kabelgewusel, ist kein Kommentar dazu, ne? So Leute, das war's mit der Setup-Tour, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich mache Single-Piece-Streaming mit dem Intel Core i5, an alle, die sich gerade Fragen stellen, warum mache ich nicht Dual-PC-Streaming, es ist
zu teuer, wirklich. Es ist wahnsinnig teuer. Es ist extrem gute Qualität, aber es ist wahnsinnig teuer, Dual-PCs zu, Streaming zu finanzieren. Ja, wenn ihr euch diese Tastatur sonst gefallen hat, ist es gerne auch rum da. Abonnieren nicht vergessen, wir sind 15 Subs weg, wir sind 15 Subs von den 300 Abonnenten entfernt. Wäre auf jeden Fall mega, mega nice, wenn wir die 300 Abonnenten irgendwann knacken würden. Das wäre schon mega nice. Also vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein einziges Video mehr von mir verpasst. Und wenn ihr nachsieht, weil Leute, ich habe 385 Abonnenten, aber meine Videos bekommen extrem wenig Klicks dafür. Leute, macht die Notifications an. Ja? Damit ihr meine Videos nie verpasst. Leute, wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Haut rein und ciao.